Herzlich willkommen zu Maidons Minute. 6 Aktien in 60 Sekunden und los geht's. Commerzbank, die Übernahmespekulationen reißen nicht ab. Aber warum eigentlich? Wer will sich schon eine Krisenbank ans Bein binden, die auch noch alles andere als günstig ist? Die Commerzbank bleibt ein Verkauf. Evotec von einem Jahreshoch zum nächsten. Evotec ist einfach nicht zu bremsen. Neues Ziel ist das Jahreshoch aus dem Jahr 2003 bei 7,24 Euro. Gewinne laufen lassen und den Stopp nachziehen. Nokia. Nach den vorgelegten Zahlen erhöhen die Analysten reihenweise ihre Kursziele. Größter Optimist ist Merrill Lynch. Neues Ziel 7,01 Euro. Ich rate eher zu Gewinnmitnahmen. E.ON. Die Aktie kommt weiter nicht voran und es droht neues Ungemach. So könnte eine Gewinnwarnung anstehen, meinen die Experten der Schweizer Großbank UBS. E.ON bleibt ein Verkauf. Apple. Die Zahlen wie erwartet, die Aktie praktisch unverändert. Apple entwickelt sich mehr und mehr zum echten Langeweiler. Und auch in naher Zukunft ist mit größeren Bewegungen nicht zu rechnen. Jinko Solar. Nach der kurzen und heftigen Korrektur nimmt die Aktie wieder Fahrt auf. Jinko Solar ist und bleibt der Solarwelt mit dem größten Kurspotenzial. In den nächsten 6 Monaten ist eine Verdopplung möglich. Das war Maidons Minute. Bis zum nächsten Mal.